Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich fleißig und packe alle meine Sachen in Kartons. Und zwar von dem Kuzzelwuzzel-Schlafzimmer ins Kuzzelwuzzel-Wohnzimmer. Kuzzelwuzzel ist eine eingetragene Marke der Simply Dim Corporation Limited. Da ihr meinen Dachboden ja schon kennt, wisst ihr, dass da auch noch genug steht. Also schleppen wir das Ganze einfach mal runter. Einfach mal runter. Die ganzen Sachen hinter mir müssen auch noch mit. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt. Und wofür ich einfach mal mehrere Stunden gebraucht habe, könnt ihr in wenigen Sekunden miterleben. Yay, jetzt ist alles runtergeschleppt. Also, okay, der erste Teil. Und das muss jetzt noch auf die Zimmer wieder verteilt werden. Die Kartons zu den Kartons, Holz zu Holz. Also, ne, Holz ist teilweise Müll, ist klar. Und, ja, jetzt schicke ich euch nochmal in den Zeitraffer. Und ja, ihr habt's erraten, jetzt geht's von der Kuzzelwuzzelküche KWK ins Schlafzimmer und Wohnzimmer. Nice. So, das meiste ist rübergebracht. Und ich würde sagen, gucken wir es uns nochmal an, wie jetzt die einzelnen Räume aussehen und dann. Yay! Zweite Tour! Auf jeden Fall. Zweite Tour. Kuzzelwuzzel Wohnzimmer. Ja, hier stehen mittlerweile die meisten der Kartons rum. Und das ist auch gut so. Jetzt können von hier aus alle fleißigen Helfer dann in wenigen Tagen loslegen. Kuzzelwuzzel Schlafzimmer. Und in diesem Raum, den ihr auch schon gesehen habt, steht jetzt das meiste an Müllholz oder Sachen, die halt Müll sind. Dieser Stepper, der, wenn ihr den haben wollt, eBay. Ich hoffe, der ist schon weg, wenn ihr dieses Video seht. Weil den möchte ich nicht mitnehmen. Genau wie die Lampe, die ist nämlich kaputt. Kuzzelwuzzel Runde 2. Also, das ist jetzt auch geschafft. Es stehen tatsächlich immer noch Sachen oben, aber es ist mir jetzt egal. Der ganze Kram, der jetzt hier steht, ja, im Hintergrund, die Bretter zur Werkbank, Top-Ding, und die Kiste vom iMac und alles verteile ich jetzt auch nochmal. Und dann wuhu, bin ich fast schon fertig mit den Sachen, die ich mir für heute vorgenommen habe. Yes.
Nice. Und dieses Kuzzelwuzzel baue ich jetzt noch auseinander. Yeah. Und dann zersäge ich es vielleicht noch. Vielen Dank an die liebe Sperrmüllfee. Ach ja, und wer bis hierhin geguckt hat, kann ja mal Kuzzelwuzzel in die Kommentare schreiben. Vielen Dank und lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.